So, einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Esmeralda. Ich spiele Silent Hill Dawn pur auf der Suche nach den Sidequests. Ich weiß nicht, ob wir das ganze Stream, I don't know. Gucken wir mal. Dieses Video entstand nicht durch eure Unterstützung. Wenn euch dieses Video nicht gefällt, bitte lasst keinen Like da und abonniert auch nicht diesen Kanal. Erstmal wieder an Silent Hill ankommen, ne? Aber es dürfte mich jetzt nicht mehr allzu viel nerven, weil ich habe die Schwierigkeit auf einfach gestellt. Also hoffe ich zumindest. Hast du gefunden? Also es ist ja wirklich halt ein Film eigentlich, ne? So Szenen um Szenen. Wie lange soll das Ganze denn dauern insgesamt? Achso. 19 Kapitel folgen zwischen 30 und 50. Ah, also schon eine längere Sache auch, ja. Also habe ich doch recht, ja. Ja, können wir eine komplette Nacht durchgucken dann, ne? So Watch Party einfach. Ja, pack alles in Discord. Bis wann heute? Bis Familie aufwacht. Dennis, wenn Familie aufwacht, dann gib bitte Frühstück. Und dann fahren wir Familienbesuche machen. Ich habe mich eigentlich noch nicht entschieden, ob ich mitfahren soll oder nicht. Ja, weil morgen bin ich eh beim Dingens. Morgen sind wir ja auch bei unserem Freshy. Unserem lieben Freshy sind wir in Düsseldorf morgen. Im Botanischen Garten. Und maybe kommt heute die Datasim an. Dann können wir morgen mit dem Freshy zusammen mal in Real Life streamen. Das können wir auch machen. Ein bisschen spazieren. Es kommt mir so vor, als wäre ich gestern schon hier gewesen. So, wie war das jetzt hier? So, haben wir gemacht, ne? Müssen wir hier hochgehen, ja? Es kommt mir auch sehr bekannt vor, ja. Genau, so, was hatten wir hier gemacht? Also muss selber schauen, ob es das Richtige ist. Ja, okay, mache ich. Check ich nachher mal ab. So, was wollten wir jetzt machen? Wollten wir die Pumpe hier machen? Ja, eigentlich nicht, ne? Die Pumpe war das ja nicht. Und zwar. So, genau. Oder doch, er möchte ja erst, dass wir pumpen, weil wir dann auf die andere Seite kommen. Das Wasser ist jetzt hier weg. Ja, können wir machen. Ey, das schaut eigentlich dann ganz danach aus. Also ich muss Mittwoch
in Urlaub fahren? Ich muss vor allem. Es sieht ganz danach aus, als ob wir bis Mittwoch eigentlich weiter noch Silent Hill Content machen könnten. Mann, ich hätte eigentlich auch Bock auf das, auf dieses Book of Written oder so nennt sich das Ganze. Aber da weiß ich nicht, wie ich das hinbekommen soll. Warum hänge ich hier fest? Born to be done. Oh, ich bin so geil. Ich bin der Allergeilste, Alter. Hier riecht irgendwas nach Fisch. Ach, der Splash ist da. Hi, Splashy. Was geht bei dir? Wie ist es im Meer? So, da haben wir die Sachen. 8 Stück habe ich schon davon. Stört es jemand, wenn ich meine Hose ausziehe? Nee, gönn dir. Für Montag bis Mittwoch im Urlaub. Oh, ich hoffe, er stürzt sich ab. No Internet Connection. Wie? Ich habe doch Internet Connection. Aktualisieren. So. Jetzt kann ich nicht mehr lesen, was Dingens geschrieben hat. Was Emo geschrieben hat. Emo, du bist im Urlaub. Bis Mittwoch. Von Montag bis Mittwoch. Das heißt, wir müssten, wenn dann, Ascensions müssten wir, wenn dann. Bin Montag bis Mittwoch im Urlaub, aber wir sind ja abends im Hotel. Das heißt, ich kann definitiv. Ja, aber ist ja auch blöd. Es. Boah, ich weiß nicht, kriegen wir das hin bis dahin. Also. Heute Nacht könnte ich noch lange streamen, ja. Aber da wird es dann wahrscheinlich weiter noch Downpour dann geben. Sonntag würde gehen, ja, safe. Sonntag würde gehen. Splash sagt, alles erreicht. Sehr gut. Es gibt 12 Sidequests in dem Spiel. Und die sollen auch recht interessant sein, Splashy. Aber ich lasse mich von dem Spiel jetzt nicht ärgern. Denn ich hab hier auf leicht gestellt. Und das Schlimme ist, wir können die Cutscenes nicht überspringen. Geschichten aus Silent Hill. Ne, es ist ja so eine kleine Open World doch gewesen in der Stadt. Ne, wir haben die Maps ja gesehen, die waren schon recht größer so ein bisschen. Und hätte ich das gewusst, dann wäre ich nicht im Boot gestiegen, Dennis. Dann hätten wir das alles gemacht, bevor wir mit dem Boot rübergegangen sind. Aber so weit werde ich dann auch nicht machen, ne? Also ich werde mit dem Boot dann nicht mehr rumdüsen. Das ist ja dann der Punkt, wo man alle Sidequests beenden kann. Das mache ich dann und steige dann nicht im Boot. Dann ist die Reise vorbei mit Downpour. Ja, ich hab's mir nicht gedacht. Ich dachte, die wären so klug und hätten eine Warning oder so gegeben noch. Und willst du Beta-Key haben? Habt ihr einen, but I don't know, ob der geht. Nee, brauch nicht. Meinst du COD, gell? Nein, nein. Ich mach da Beta nicht mit. Ich bin da Day One, bin ich direkt im Multiplayer drin. Aber Beta mach ich nicht mit. Aber danke trotzdem. Auch mega entspannt jetzt die Kämpfe auch. Ja, ist aber jetzt mega entspannt. Also alles easy jetzt mit den Kämpfen. So, das ist halt ein größter Manko einfach vom Spiel. Kampfsystem. Kämpfe generell.
Alles klar, Emo. Bis dann. Bis gleich. Oh, oh. Das Ding ist, ich bin gründlich. Ich bin ein gründlicher Gamer, Leute. Deshalb, ich möchte alles in einem Spiel erlebt haben. Gesehen haben. Und danach möchte ich das Spiel nie wieder anfassen. Was war das denn? Achso, der. Ja, ja, ein Huren. Hätte nicht wieder mit den Black Ops anfangen sollen, bin wieder süchtig. Ey Bro, also Call of Duty Gameplay macht auch süchtig, ohne Scheiß. Ich liebe es da Waffen zu grinden. Irgendwann bist du in so einem Tunnelblick, Alter. Ich müsste eigentlich auch Vanguard jetzt fertig machen. Vanguard anfangen und fertig machen. Hab ja noch einige Call of Duties. Zum Zocken. Warte, Splash, wann kommt der raus, der neue jetzt? Wann kommt der raus? Oh, hier, der Bereich ist ja linear, also können wir eigentlich durchrushen hier. .25.10. Okay, dann müsste ich Mitte September mit Vanguard anfangen. Und dann in 4, 5, 6, 7 Tagen alle Waffen grinden und fertig. Ah, die Story-Kampagne kann ich Vanguard auch nochmal durchnehmen. So, wie hatten wir uns entschieden gehabt, wir haben ihn runterspringen lassen, ne? Wollte ich erstmal ein bisschen netter zu ihm sein, zu dem Penner, zu dem Fixer hier, der eigentlich den Tod verdient. Also Movement sieht schon mal cool aus. Ich bin mal gespannt, ob das auch im Singleplayer geht. Bezüglich Waffengrind, nur wie ein Süchtiger da gehangen. Waffengrind meinst du? Ich muss sagen, jetzt in dem letzten. Der letzte war MW3, gell? Da habe ich ja auch einfach Level gegrindet, unter anderem. Hab mir da ein bisschen mehr Zeit gelassen. Glaube ich, zweimal Battle Pass fertig gemacht. Ja, maybe spiele ich dann auch mal Zombie-Modus und so. Oder kann man bestimmt auch Waffen grinden. Ist ja easy. Ich habe bisher, glaube ich, nur einmal Zombie-Modus probiert. Komm, ich... Ach, ich will den eigentlich nicht trösten. Wirklich nichts. Aber komm, let's go. Mach einen auf nett. Ich meine für EP, Digga. Flash. So Waffen-EP. Es geht doch bestimmt ganz schnell im Zombie-Modus. Oder nicht? Ist er gesprungen? Hä? Ich hab den doch getröstet. Donald hat einfach mal wieder alles richtig gemacht.
Ich entscheide mich jetzt natürlich immer anders, ne, wenn solche Sachen kommen. Damit ich auch ein bisschen was anderes sehe hier. Es kommt halt wieder so viel Splash, ne? Ich habe Warhammer promoted bekommen, also wenn ich zurück bin, müssen wir eigentlich auch Warhammer spielen. Dann kommt Astrobot raus und ich habe hier heute das erste Mal über Playsee gestreamt mit dem Mikrofon. Das hört sich auch alles cool an, ist alles machbar. Das heißt, ich muss auch Astrobot durchspielen und och. Wir können jetzt auch Last of Us 2 durchnehmen. Meine Fresse, es wird halt immer mehr und mehr. Aber ich freue mich drauf. Ich freue mich, das wird geil. Das wird geil. Videospiele sind geil. Was war das denn jetzt hier für ein Ort? Ich glaube, hier kommen auch einige Hurens. So wie Dennis sie immer nennt. Da. Hopp. Ja, hau einfach ab, Junge. Boom. Jetzt können wir abbauen einfach. Ich glaube, so lange ist das jetzt auch nicht mehr bis in die Stadt. Und dann können wir uns um die Sidequests kümmern. Aber wir müssen natürlich auch ein bisschen Mainquest halt machen, ne, bis zu der einen Stelle. Dass wir auch alle Items haben. Jo, Dennis, bis dann. Schlaf schön, ne? Wir hören uns. Wie viele Teile fehlen dir noch? Von was, Splashy? Von Silent Hill? Never let go. One day you'll see it all come together. Wir sind eigentlich fertig, Splash. Ich habe ja heute die zwei etwas kürzeren Silent Hill Spiele gemacht. Und das ist das letzte große Ding. Wenn ich hier die Sidequests und so weiter habe, dann ist das eigentlich fertig. Dann ist die Reihe komplett. Es gibt noch ein Spiel für die PS Vita, nennt sich irgendwie Book of Britain oder so. Das ist eher so ein Action-RPG. I don't know, hat glaube ich nicht viel mit Silent Hill zu tun. Was wir aber noch überlegt haben ist, es gibt ein Mobile-Spiel, was so ein bisschen aufgebaut ist wie Until Dawn. Das wäre halt sehr langer Film, den wir uns hier anschauen müssten dann. Und ja, eigentlich ist es fertig. Ich weiß, ich mache mit Staffel 1 weiter. Ich weiß nicht, was in der Liste noch drin steht. Ich glaube, da müssen ein paar moderne Sachen auch drin sein jetzt noch. Ach du Scheiße, dieses scheiß Rätsel, Alter. Digga, wie habe ich das gemacht? Ja. 6 bis 9 ist Open Beta, eine Woche Grind. Ja, aber das Progress kannst du ja eh nicht mitnehmen, Splashy. Wahrscheinlich gibt es so ein paar Sachen, die du dann doch bekommst, aber so Waffen-Progress und so weiter, das behält man doch nie bei, so viel ich weiß. Ja, ich mach halt diese Beta-Skin, ich bin ja nicht so ein Skin-Hunter. Weil ich bin ja nicht so ein Skin-Hunter. Ich hab ja ein sehr... Guck, das ist der Unterschied zwischen uns beiden, Splash. Weshalb ich nicht so ein Skin-Hunter bin. Jetzt hör mir ganz genau zu. Ich habe einen sehr langen Penis. Deshalb brauche ich solche Skins nicht.
Aber es ist auch völlig in Ordnung, wenn du sowas brauchst. Das ist schon okay. Ist schon passiert. Hab mein Auto zum Kompensieren. Ah. Ein Kadett. Aber wie hießen die damals? Ein Golf 2. Legende. Ich hab das aber damals geliebt, ne? Diese Grusel-Achterbahn. Was heißt Achterbahn? Halt diese Gruselbahn, ne? Wo du eingestiegen bist. Das ging meistens nicht so lang, aber das war immer so cool. VR-Bahn. Wenn du mit der VR-Brille meinst, ne? Habe ich auch mal gemacht. War ziemlich nice, Alter. Ey, lass mich los, Junge. Aber was natürlich am meisten gezündet hat bei mir, war einfach Autorennspiele in VR. Konntest halt nicht lange machen. Irgendwann platzt Kopf. Mein Vater hat das geliebt, Alter. Ich habe ihm die Brille aufgesetzt und dann ist er Project Cars 2 damit gefahren. Und ich war überrascht, wie gut er gefahren ist. Ich meine, er ist auf jeden Fall ein sehr erfahrener Autofahrer und auch, also im Dorf da, hier, ne, fährt er schon immer gerne Rallye. Habe ich auch immer Schiss, wenn er fährt. So wie der fährt. Aber es ist schon sehr schwitzig unter so einer Brille. Against the wall. I said, up against the wall. You don't have to do this. We should help each other. This place, I don't know what it is or how we got here. You know, one thing I should... Just shut up. Boah, fahr ich heute noch spazieren, ey. I just found it in these clothes. I didn't. Is this some kind of sick joke to you? No, I swear. I don't know what's going on any more than you do. On your knees. What? On your fucking knees. Jetzt mit dem Hintergrundwissen verstehe ich die Dame auch besser. You heartless bastard. You don't deserve to live. Ja, die ganzen Dialoge hier. I don't know who you think I am or what you think I've done. Shut the hell up! You think this is funny, don't you? Well, let's see how funny it is with a fucking bullet in your head.
Schlafen, weil City will um 11 Uhr mit mir zocken, bitte nicht schreien, sonst wache ich auf. Nee, ich schreie nicht, alles gut. Aber sag dem City mal, der soll uns endlich mal unsere versprochenen Döner mal rüberschicken. Ekelhafter Mensch. Bestellt dich zum Zocken, aber nix Döner. Grüß ihn ganz lieb von mir. Maybe überrasche ich ihn. Ich bin ja nächstes Wochenende bin ich in Dresden. Vielleicht, wenn ich da ein bisschen mehr Zeit habe, fahre ich vielleicht mal zu ihm rüber. Ich weiß es aber nicht, deshalb habe ich ihm noch nichts gesagt. What the hell are you waiting for? Leave me alone, God damn it! Aber viel Spaß im Lurk, Emo. Versuch zu schlafen, ist ja schon 6.30 Uhr. Jo, ich kann die Dame auf jeden Fall jetzt verstehen und kapiere auch, warum sie so, so bitchig zu mir ist. Mach das, Flashy, mach das. Ich zock hier noch ein bisschen weiter, sodass ich in die Stadt komme. Maybe mache ich auch ein bisschen was off, eher. Was ist das? Sehr gut. Ich benutze auch Sticky Notes. Ah, hier muss ich aufpassen, weil das gibt Ärger. Das tut an den Eiern weh. Liebe geht raus, Emo. Nicht für Splash, nur für Emo. Und nicht vergessen, die Legende zu lernen. Kaka-Baby. Und ja, Kackwurst. Die Geschichte werden wir öfter erzählen. Ich glaube, Splash kennt die Geschichte nicht. Splash, habe ich dir die Geschichte erzählt? Hab ich dir die Geschichte von Emo erzählt? Sie hat mal so eine lange Wurst rausgekackt, dass sie die in zwei Teile teilen musste. Sonst wäre das nicht runtergegangen. Und dann hat sie es zweigeteilt. Mit einer Heckenschere, hat sie gesagt. Also so lang und so dick. Weiß ich, also das muss wehgetan haben. Krass auf jeden Fall. Auch beeindruckend. Wirklich beeindruckend. Ordentlich lang. Ich kann nicht mehr. Diese Gespräche morgens, die machen mich fertig. Haben wir da? Da habe ich doch... Oh mein Gott. Leute. Bei meinem ersten Mal bin ich ja ohne Karte durch das Anfangsgebiet und habe mich aufgeregt. Es liegt einfach hier rum. Es lag die ganze Zeit hier rum. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und ich habe das Spiel hardcore beleidigt, weil es mich so alleine lässt und ich mich nicht orientieren kann. Aha, dieses Spiel. So, Ankunft Silent Hill. Schlaf schön, Julian. Schlaf schön. Wir hören uns. Yeah.
Jetzt habe ich aber auch Bock auf so eine Kackwurst. Ich werde mir heute, glaube ich, Indisch bestellen. Und danach geht sowieso immer die Post ab. Man kennt's. Emo ist jetzt mein Vorbild einfach. Ja, ich will auch so lang und groß kacken wie du. Ich will das auch können. Okay, wir haben hier diese Dinger. Wisst ihr was? Solche Code-Dinger, die könnte ich mir einfach raussuchen, ne? Silent Hill. Dass ich da nicht einfach lange suche. Mir geht's ja eigentlich nur um diese Sidequests. Silent Hill. Downpour. All Codes. Ja. Wer weiß jetzt, wo das alles ist, aber ne? Easter Eggs und so Secret Items. When you reach a green locker, type in the password. Ein Green Locker? Das ist damit gemeint. 1, 7. 1, 6, 7, 8. Aha. Ach so, es ist egal. Was ist? Junge, lass doch mal. Wer ist denn Randy Marsh? Hey, ich habe eine Nailgun. Die unendlich? Oh yeah, baby. Oh yeah. Also, es gibt drei Passwörter und es ist egal, was für einen Schrank du findest. Ich hätte jetzt auch ein anderes benutzen können und etwas anderes wäre dann dabei rausgekommen. Oh, South Park kenne ich nicht. Ich habe noch nie South Park gesehen. Also nie eine komplette Folge. Ich weiß, dass es da auch ganz viel um Kaka geht. Das weiß ich. Aber die Spiele würde ich gerne spielen wollen. Also diese Rollenspiele, die es da gibt. Was? Aber ich brauche ja die Axt, ne? Für gewisse Bereiche. So, ey, das ist so geil einfach. Mir kann nichts passieren. Denn ich habe eine Karte. Unfassbar. Unfassbar, dass ich das bei meinem ersten Durchgang nicht gesehen habe. Aber der zweite hat mega viele Game-Breaking-Bugs. Musste schon viermal neu starten. Das ist doch bestimmt mittlerweile alles gefixt. Der erste ist, glaube ich, The Stick of True oder so. Und der zweite, die rektakuläre Zerreißprobe, glaube ich. Warum weiß ich sowas? Naja, egal. Komm, haut mal ab, geht mal schlafen. Ich mach das Ding hier auch alleine. Ich will auch mal meine Ruhe. Ich will auch einfach mal ruhig sein und nicht labern müssen. Verpisst euch jetzt. Gute Nacht euch. Bis denn. Schau ich hier jetzt nochmal genauer hin. Aber auch wenn ich das aufhebe, komme ich hier nicht durch. Kann ich maybe das hier aufmachen? Mm-mm. Ah, eine Taschenlampe.
ground is pretty soft here. Ach, guck mal an. Guck mal an, was er gesagt hat. Der Boden ist ziemlich weich. Als ob ich hier graben könnte, wenn ich eine Schaufel hätte. Muss ich mal merken. Das hätte ich nicht erwartet jetzt. Ja, gibt doch noch einiges zu entdecken. Vorne. Jetzt probiere ich mal meine neue Nailgun aus hier. Okay. Die ist doch nicht unendlich. Scheiße. Für einen Moment hatte ich mich gefreut. 20, toll. Toll. Wo finde ich die denn? Eigentlich muss ich erstmal hier, glaube ich, schauen. Guck mal. Ne, da wird es weiter weggehen dann. Campbell. Doch, die Seite erst. Vielleicht kann ich damit was machen, aber ich glaube, ich brauche eine Schaufel. Aber ich probiere das trotzdem mal da oben. Ist das nicht eine Schaufel? Jawohl. What the hell? Ich hab ein Artefakt gefunden. Finde alle versteckten Schätze. Ich habe ein merkwürdiges kleines Objekt gefunden, das in einem mit einer Geburtstagskerze markierten Loch vergraben war. Komisch. Ist das jemandes Vorstellung von Spaß? Okay, also graben. Das sind halt so Artefakte, ne? Das wäre jetzt für mich uninteressant, ehrlich gesagt. Ich möchte Stories erleben. Oh, was war das eine? Ja. Campbell Street. Ja.
Ist auch eine Schaufel. Genau, hier kann ich reingehen. Was übersehe ich gerade? Was ist das denn hier? Würde es wieder rausgehen? Kurzschluss, das ist es nämlich. Hier war ich drin nur für die Pistole. Achso, falsch. Nein, weiter. Hallo? Can anyone hear me? Hallo? Nehmen wir die Schaufel mit.
ist ein Fragezeichen immer noch, aber da bin ich reingegangen. Ja. Ich brauche eine Axt, glaube ich. Hey, wohin mit dir? Ich weiß nicht, ob ich noch schlafen soll, Don. Bin null müde. Was wollt ihr denn zocken nachher? Ist ja nicht so tragisch, wenn du einfach später ein bisschen pennst. Oder soll er sich mal nicht so benehmen? Jetzt City, soll er mal alleine zocken? Hier ist auch ein Fragezeichen. Ja. Division 2, ach so. Ach, musst du vielen wieder alles sauber machen. Weil der gute Mann nichts trifft. That's the lighter. That's the lighter. Ach, guck mal, da ist schon wieder. Ne? Ich habe halt einfach was Neues entdeckt, ne? Man kann hier einfach so die Sachen ausgraben. Ach, Hammer. Schaufel. Muss halt auch noch für Urlaub Sachen machen, also Geschirr und Wäsche und so weiter. Ja. Seit wann bist du wach? Ich jetzt erstmal da hoch? Ja, ja, komm. Erstmal hoch. Ich werde heute wahrscheinlich auch so einen 20-Stunden-Tag haben. Ich habe mich auch noch nicht entschieden, ob ich gleich losfahre. Also mitfahre. Zumal meine Eltern sind ja sowieso nicht da. Aber Schwiegereltern, Schwester. Könnte ich mal wieder besuchen. Aber von der weiß ich auch, dass die schläft. Und dann sind wir so früh da und da muss ich noch länger warten, bis die Dame aufgewacht ist. Und dann komme ich nicht zum Schlafen. Seit 18 Uhr, aber habe nur vielleicht 5 Stunden geschlafen. Ah, okay. Ja, könntest du aber aushalten, ne? Und dann später einfach. Nach eurer Zock-Session. Ich weiß ja nicht, wie lange ihr immer zockt.
What is this? What's happening here? First aid kit. Hey, Kaka Baby, is that you? Das ist natürlich gar nichts. Ich glaube, ich mach durch und gehe voll auf Kaffee. Eieieiei. Boah, ich könnte auch ausschlafen, ey. Wenn ich zu Hause bleibe, dann könnte ich natürlich ausschlafen. Bis heute Abend einfach mal durch bin. Wenn ich kann, so 11, 12 Stunden am besten. Ja, ich trinke ja keinen Kaffee, Devil, ne? Also ich trinke hier meine zuckerfreien Energies, aber die zünden bei mir halt auch nicht. Ne? Ich überlege auch, ob ich auf Mate umsteigen soll. Ich bin schon auf den Geschmack gekommen, nur habe ich die passende Marke für mich noch nicht entdeckt, muss ich sagen. Aber so Warmgetränke gehen bei mir gar nicht. Also Kaffee mag ich nicht, wirklich sehr selten. Und bin auch nicht so der Tee-Fan. Oh, warte. Das hier hat alles eine Bedeutung hier, ne? Hat alles eine Bedeutung. Dieses Zimmer wurde nicht umsonst so gestaltet. Irgendetwas möchte mir das sagen. Mit Orange und Minze, aber Minze mag ich mehr. Da muss mir ein paar Mate-Dinger mal wieder besorgen, mal austesten. Ich muss sagen, ich hab's langsam auch leid hier, diese Energies. Ich hab keinen Bock mehr auf diesen Geschmack. Brauch mal was anderes. Geht's da wieder raus, ne? Ja. Also was mache ich hier in der Hütte gerade? Ah, hier. Geh erstmal ganz hoch. Tomato-Ketchup. Ey, da ist ein Bild. Von einer Family. Mutter und Sohn. Für Nagelpistole. Okay, also die Items, die droppen erst, also sobald ich eine neue Waffe gefunden habe, werden die Items für diese Waffe dann in der Welt platziert. Meine Twitch-App mag dich nicht und ist gecrashed. Ach, die Twitch-App ist halt räudig einfach. Die mag keinen. Thief, huh? Hey.
Richard will nicht, dass ich meine Wurst-Story teile. Ich überlege, ob ich daraus irgendwas Mystery-like, so ein Minute-Clip draus mache, Emo. This must be all the stuff he took. Bardose. Bring die gestohlenen Gegenstände ihren rechtmäßigen Besitzern wieder. What? Alter. Mal wieder was entdeckt. Oh, ich lieb das jetzt schon. Ohne Scheiß. Also dieses Erkunden jetzt einfach nur, weißt du? Weil ich finde das halt immer schwierig. Ne? Das ist auch so immer das Ding bei Open-World-Spielen. Du hast dann deine Hauptquest. Du hast deine Hauptquest und hast aber auch Zeitquests. Und es stört einfach den Pacing, finde ich. Dann hast du einerseits, da sagt dir die Hauptstory, Alter, die Kacke ist am Dampfen, wir müssen uns beeilen, weil Chantal in Gefahr ist. Let's go, Alter. Und andererseits hast du dann in deiner Liste 10 Sidequests und dann sagst du dir, ja, okay, Chantal kann warten, kein Ding. Ich kümmere mich jetzt erstmal um die 10 Sidequests. Ich finde, das holt einen komplett raus. Und deshalb bin ich immer, ich möchte immer erst straight der Hauptkampagne folgen, damit das Pacing passt. Und am Ende bekommt man meistens auch immer so die Meldung, ey, pass auf, jetzt kannst du noch alles machen, was du zu tun hast. Und ansonsten nicht. Und das ist bei Downpour leider ja nicht passiert. Ne? Bin einfach auf ein Boot gestiegen und danach konnte ich auch nicht mehr zurück. Finde ich ein bisschen schade, auch dass man die Cutscenes nicht überspringen kann. Aber gut. So war ich bei den neuen Tomb Raider-Teilen. Ja, klar. Also die haben alle das Problem. Solche Art Spiele haben immer das Problem. Alessa. Leute, guck mal. Das ist Alessa. Aus Silent Hill 1. 100 Pro ist die das. Da soll eine Uhr hin, ja? Das Lisa, die weint. Ja, man könnte auch sagen, es sind immer die Lisas, die weinen. Ich höre ein Propellerflugzeug, habe ich gehört, so von Weitem. Boah, bitte hört mir auf mit Babys, die weinen und so weiter. Ich habe keinen Bock, ey. Ich bin da so empfindlich einfach. Ey, ich kann das nicht, Mann. Es hat wirklich gereicht. Ey, das hat aber wirklich auch gut getan, heute mal so ein bisschen loszuheulen einfach. Das ist ein anderes Zimmer. Hier habe ich die Sachen gefunden. Ich hatte einige Lisas in meinem Leben. Und bin auf keine von denen gut zu sprechen. Zufall? Falsch. Dann falsch. Wir gehen jetzt mal runter. Ich nur Luisa und sie ist die Beste.
Ja. Es ist halt das U. Das U einfach. Das U fehlt bei Lisa. Es ist dieses U. Und genau deshalb sind Luisas einfach die besten. Weil sie halt U sind. Aber Lisas scheißen halt einfach rein, allein wegen dem Namen schon. Uhrenmann. So, haben wir das Kind auch glücklich gemacht? Da ist ein Wasserturm. Ein Uhrturm. Okay, hier ist falsch. Ich habe noch eins. Purple Heart, Zweiter Weltkrieg. Ich meine, den habe ich ja auch gehört. Könnte sein, dass der unten ist. Was ist mit ihm? Ja. Hier wird er sein, ja? Oh, ein Gemälde gefunden. Das ist für eine andere Quest auch. Das sieht gut aus. Murphy. Nah dran. Hier. Nachbarschaftswache. So, alle gerettet. Und auch alles abgecheckt hier. Hier unten schon geguckt. Ja. Okay, fertig. Dann kann ich hier wieder raus. Aha. Also Standpunkt gestern Nacht, ne, bin ich so bei einer 6 von 10, was Downpour angeht. Aber das, mal gucken, so was die Sidequests halt so hergeben. Scared the hell out of me. Könnte auch eine 7 werden. Definitely not what I intended. Still in town, I see. Just haven't found a way out. Yet. If I had a nickel for every time I heard that. Yeah? Then what? Well, let's just say I could finally put this damn bag down for starters. Man, cut the bullshit. What is this place? Can't say I understand the question. This is a busy town. Do you think these letters deliver themselves? Whatever. Can you at least tell me where the radio station is? Someone's been calling in, making these dedications to me. Oh, sure. That'd be the tall building in the center of town. Big old monster of a clock at the top. Shouldn't be hard to find. By the way, I ran into that lady friend of yours. What in the world you do to get that young woman so riled up anyway? She was fit to be tied. Das ist wirklich schade, dass man nicht skippen kann. Tell you the truth, I got no idea. Son, in my experience, ich fand Sebastian angry, it ain't a mistake. Auch ziemlich cool. It's personal. Aber mein Favorit auch, Leon. Auf jeden Fall, Leon.
So, wir haben die Hauptquest. Finde einen Weg zum Radiosender. Das ist die Main Quest. So, jetzt brauche ich eine Schaufel. Moment. Muss ich schauen, wo diese Hütte jetzt wieder war. Also Top-Favorit von allen Resi-Charakteren. Ich liebe Jill Valentine. Ich liebe sie einfach. Vor allem Resident Evil 3 Remake. So gut gezeichneter Charakter. So hot einfach. So hot. Mit allem. Richtig so badass. Und auch nicht dumm. Mega smart. Richtig tolle Frau einfach. Hey, da ist auch eine Leiter. Oder? Meinte das nicht. Nee. Wesker ist dein Crush, echt? Ja, ich finde Wesker sehr elegant. Also er ist ein sehr eleganter Bösewicht, ne? Und er hat schon Charme. Also ich würde auch gerne mal mit dem Döner essen. Okay, hier geht's nicht weiter. Ein bisschen geweint bei seiner Schönheit. Ja, aber er hofft dir nicht zu viel Emo, ne? Also mit deiner Kackwurst-Geschichte glaube ich nicht, dass du weit kommst bei ihm. Ich bin viel zu weit gerade. Ich bin viel zu weit. Viel zu weit bin ich gerade. Hier möchte ich eigentlich gar nicht hin. Also wieder zurück. Da ist eine Schaufel. Supi-dupi. Graben, graben, graben. Hä? Aber wie komme ich denn jetzt wieder zurück? Wo hat er mich denn hier rausgelassen, dass ich hier nicht mehr wieder zurückkomme? Oder bin ich gerade blind? Diese Tür? Ach ja. Ja, ne Leute, ja, stimmt. Muss ja hier rein. Hier durch. Und da raus. Right. Leon sehe ich auch für seine Frisur und Jacke, aber hasse es, längere Haare zu haben. Als paar Millimeter. Ey, ich auch, Devil. Bin so schon am Schwitzen und die Felljacke ist scheiße teuer. Ab eine schwarze Lederjacke muss reichen. Ey, ich tue mich auch sehr schwer, die Haare lang wachsen zu lassen. Hoffe, Wesker wird richtig hot in Resident Evil 1 Remake. Ja, wenn der mal kommt, wenn der mal angekündigt wird. Hoffen wir mal auf die Game Awards. Und ja, also mit Sicherheit, mach dir mal keine Sorgen. Die werden Wesker schön ablichten. Mit dem dicken Knackarsch.
Oh, Jill. Jill wird so gut in Resident Evil 1 Remake. Die wird so gut einfach. Wie oft ich gesperrt wurde, weil ich Resident Evil 3 ja mit einem sexy Jill-Skin gespielt habe. Wie oft ich dafür gesperrt wurde, aber es hat sich gelohnt. Ich würde es wieder tun. Schaut euch VOD an. Einfach hot. Einfach hot. Mit ihrem Knackarsch. Ich meine, die Mod hat sogar Preise gewonnen. Knackarsch-Mod. Hab einen Ass-Folder mit Screenshots von seinem Arsch. Stopp. Stopp. Nein, stopp. Das machen wir nicht mit. Das machen wir nicht. Guten Morgen, Khan. Was machst du denn? So, Leute, ich kann hier kurz mal graben. Dino Crisis oder komplett neues Resident Evil 9. Also es wird ein Resident Evil 9 kommen und natürlich auch Remakes, ne? Das haben sie angekündigt auch. Aber womit sie jetzt weitermachen, weiß man eigentlich nicht. Oha. Der Junge direkt an der Arbeit. Ja, es wird Third-Person Resident Evils geben und es wird natürlich Ego-Perspektive geben. Es kann aber sein, weil das kam gut an, das wissen auch viele nicht, weil das untergegangen ist. Resident Evil 8, ne, Village. Du kannst das sowohl in Ego-Perspektive spielen, als auch Third-Person. Offiziell. Das ist offiziell. Die beiden Modi. Maybe gehen sie den Weg und machen einfach zwei Perspektiven. Also ich würde es feiern. Jetzt brauche ich eigentlich mal einen Speicherpunkt hier.